Hallo, es tut uns leid, dass so lange kein Video gekommen ist. Uns geht's gut, wir haben nur ein bisschen Zeit gebraucht und wir haben vor ungefähr 6 Wochen zusammen eine Erklärung aufgenommen. Hallo. Hallo. Bei uns hat sich einiges getan und wir werden nicht weiter als Paar zusammenreisen. Ich glaube schon, dass wir irgendwann wieder ganz gute Freunde sind und dass wir vielleicht auch nächsten Frühling oder so wieder zusammen mit dem Defender reisen. Sorry. Aber jetzt brauchen wir ein bisschen Abstand voneinander. Der Dani wird nach Wien fliegen und ich werde alleine weiterreisen. Und ich glaube, in den Videos ging es vor allem um die Reise, den Defender, den Reisealltag und halt nicht um unsere Beziehung. Und deswegen will ich das jetzt auch nicht weiter so thematisieren und das braucht auch niemand kommentieren, warum jetzt genau oder so. Die Situation ist so, dass die Karin gerne als Freunde gemeinsam weiterreisen würde, aber das kann ich nicht. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt noch von Istanbul nach Wien zu fliegen. Jo. Genau. Das ist ziemlich hart, aus dem Defender auszuziehen. Das heißt, Dani fliegt morgen nach Wien und ich fahre Richtung Antalya, weil mich mein Bruder besuchen kommt und ich bin jetzt die nächsten 4-5 Tage allein. Und dann werden wir zusammen die 3 Wochen nach Georgien fahren und dann schauen wir mal. Das ist auch okay für mich so. Ja, hoffe ich wohl. Sonst würde ich noch dazu sagen, es ist alles offen. Wir wissen selber nicht, wie es weitergeht. Was, wer, wie, in welcher Konstellation mit dem Defender wohin reisen wird. Voll. Es wird sich auch nicht jetzt leicht, einfach so weiterzureisen für mich, aber... So ist es, oder? Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja, es war sehr schön. Auch mit YouTube. Toll, wir wissen einfach selber nicht, wie es weitergeht. Das ist einfach nur der Stand der Dinge. Jetzt wisst ihr Bescheid. Total. Wir verstehen uns inzwischen wieder ganz gut. Wir haben regelmäßig Kontakt und wir können uns auch wieder vorstellen, zusammen zu reisen. Vielleicht ab nächsten Frühling. Dani ist jetzt in Wien und arbeitet bei den Johanniten und das gefällt ihm super. Und ich bin auch ganz glücklich. Wir wollen uns noch bedanken für all die lieben Kommentare und Mails, die wir bekommen haben in den letzten 2 Jahren. All die tollen Begegnungen, all die Leute, die wir kennenlernen durften. Es war wirklich, wirklich toll. Und genau, also wir haben vor, dann, wenn wir wieder zusammen reisen, nächstes Jahr, dass wir dann auch wieder Videos machen. Und genau, also wie gewohnt. Nur jetzt, der Plan ist halt nicht ganz so gegangen, wie gedacht. In den Wochen in der Türkei und in Georgien habe ich auch gefilmt, aber nicht wirklich zusammenhängend. Und ich werde das einfach zusammenschneiden und ich werde den Link dann auf Patreon posten. Also wenn das jemand sehen möchte, dann einfach auf die Seite gehen und da findet man das Video dann schon. Dann Baba und bis bald hoffentlich.